Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brettspiel News spielt. Heute haben wir uns ein, ich würde sagen, eher knuffiges Spiel auf den Tisch gepackt. Und wenn ich sage wir, ich bin der Daniel und ich begrüße ganz herzlich den Benny und den Johannes. Hi. 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 Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr euch jetzt fragt, Benny, wer ist das denn? Vielleicht kennt der eine oder die andere Benny schon aus dem Solo-Podcast. Dort hat er nämlich schon ein paar Mal den Sparring-Partner vom Johannes gegeben. Und heute hat Johannes das Spiel Mycelia angeboten oder Mycelia hatte ja vorgeschlagen und hatte dann auch gesagt, weil sich irgendwie gar keiner gemeldet hat aus unserem Team, der da auch mitmachen könnte, hey, ich kenne den Benny und der kennt das Spiel auch ganz gut, könnte der nicht mitmachen? Sagte ich, selbstverständlich. Und da ist der Benny. Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir hatten gerade schon im Vorfeld im Vorgespräch bequatscht, du bist quasi ein Podcast-Hopper. Du warst auch schon mal hier und da außerhalb vom Solo-Podcast auch schon aktiv. Wo denn? Wo konnte man dich denn schon so hören? Ich war beim Podcast Spielestory von meinen Freunden Hanno und Sabrina von Konzen. Lieben Gruß geht raus. Den gibt's jetzt leider mittlerweile nicht mehr. Also da habe ich, weiß nicht, ob ich meinen Teil dazu beigetragen habe, dass es den nicht mehr gibt. Ich hoffe nicht. Ja, nee, die haben sich anderen Richtungen zugewendet und deswegen machen die den Podcast nicht mehr. Und da war ich aber auch 3 oder 4 Mal sogar zu Gast. Ja, und mittlerweile solo bei Johannes. Johannes, musst du jetzt sagen, ist natürlich eine Fangfrage, ne? So viele Gäste, wie du da immer hast. Ja gut, ich habe immer regelmäßig unterschiedliche Gästinnen, aber Benny habe ich eigentlich so ein bisschen eher fest rekrutiert, auch wenn wir es schon länger nicht mehr geschafft haben, eine Folge aufzunehmen, aber es kommt in Zukunft auf jeden Fall wieder aller spätestens am Ende des Jahres, aber da sagen wir noch nichts zu. Ja. Klasse. Ja, und heute sprechen wir eben über Mycelia. Und wer sich jetzt fragt, was ist das für ein Spiel, hat vielleicht das Cover jetzt hier auf Brettspiel-News kurz gesehen. Das ist ein ganz frisch erschienenes Spiel bei Ravensburger. Tatsächlich bisher auch nur als deutsche Version, hatten wir jetzt im Vorfeld recherchiert. Und als ich auf BoardGameGeek geguckt habe, habe ich festgestellt, oh, da gibt's ja zweimal das ein Spiel mit dem gleichen Titel und unterschiedlichen Covern und jeweils mit Pilzen drauf. Dann war mein erster Gedanke, ist das irgendwie ein Plagiat, haben da, das ist ja seltsam. Und dann habe ich gedacht, nee, wahrscheinlich hat das was mit dem Titel zu tun und habe mal gegoogelt, was denn überhaupt Mycelia bedeutet. Und im Deutschen übersetzt sind das Mycelien. Ich glaube, das hilft jetzt den meisten, die abseits sich von Biologie bewegen, auch nicht groß weiter. Ganz knapp zusammengefasst, das sind so fadenförmige Strukturen in den vegetativen Teil der Pilze und sie bestehen aus Netzen feiner verzweigter Fäden. Und diese Mycelien spielen eine entscheidende Rolle für das Wachstum, die Vermehrung und die Nährstoffaufnahme von Pilzen. Also ein hochtrabendes Thema sozusagen für ein Familienspiel, was wir hier, glaube ich, diesmal besprechen. Und um das nochmal auszuräumen, das Spiel, worüber wir heute explizit nicht sprechen werden, das ist Mycelia, das im Jahre 2024 erscheinen wird und dann bei Splitstone Games erscheinen soll. Ob der Titel jetzt noch bleibt, wo jetzt ein anderes Spiel rausgekommen ist mit dem gleichen Titel, werden wir mal sehen. Wir sprechen heute eben über das von Ravensburger. Und dann eine Frage vorweg. Johannes, du hast das ja gepitcht quasi, hast gesagt, da sollten wir mal drüber sprechen. Wie bist du denn überhaupt an das Spiel gekommen? Ich weiß das tatsächlich gar nicht mehr, wie, also entweder wurde mir das mal bei BoardGameGeek angezeigt oder im Zweifelsfall würde ich fast sagen, eigentlich ist Twitter immer die Quelle für irgendwelche neuen Sachen, dass irgendwelche meist englischsprachigen, weiß nicht, Blogger oder Newsseiten oder eben BoardGameGeek sozusagen da was postet, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe es dann noch irgendwo in einem Online-Shop bestellt, wo es auch verfügbar war, weil es war bei ganz wenigen verfügbar, weil das ja irgendwie auch dann, ich weiß gar nicht, ist es jetzt eigentlich schon überall verfügbar, das weiß ich gar nicht. Benny, wie bist du denn da reingekommen? Also ich habe es lokal geholt beim Brave New World hier in Köln. Und bei mir war es so, ich habe das irgendwo aufploppen sehen, habe dann irgendwie
direkt gedacht, boah, das Cover sieht ja richtig cool aus. Und dann so Stichwort Einstiegsdeckbilder, dann irgendwie noch von Ravensburger. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe außer den Alea-Sachen recht wenig so von Ravensburger tatsächlich selbst, also außer Puzzle und sowas. Und dann war ich irgendwie schon neugierig. Dann mache ich das, was ich sehr häufig mache. Also dann war es auch noch solo spielbar. Dann habe ich dem Johannes das geschickt und gesagt, Johannes, guck mal, weißt du da was drüber? Das sieht irgendwie cool aus. Irgendwas interessiert mich daran. Und dann hat Johannes aber nicht schnell genug geantwortet. Als er dann geantwortet hat, hatte ich es nämlich schon gekauft. Und da hatte er das auch schon, ja. Ja, genau. Und ich bin dann auch in Spieleladen, ohne Johannes Antwort abzuwarten. Und da war es dann. Und dann habe ich direkt spontan Kauf. Ist mir geholt. Ich würde sagen, Coverkauf-Kategorie am ehesten. Ja, dann wollen wir das Cover mal kurz beschreiben. Das ist tatsächlich mit sehr bunten, fantastischen Farben. Da stehen mehrere Pilze. Die haben Arme und Beine und niedliche Gesichter. Es ist eine sehr freundliche Stimmung, eine grüne Wiese, auf der sie stehen. Im Hintergrund ist so eine, ich würde mal sagen, Groot-ähnliche Figur, also so ein Baummensch. Und und dann verschwindet das hinten in so einem rosa Horizont. Also ein wirklich sehr angenehmes Cover. Das hat mich tatsächlich auch sofort angesprochen. Also das Art-Design fand ich auch sehr interessant. Ich habe das Spiel tatsächlich auch mittlerweile hier, aber ich habe es noch gar nicht gespielt und nicht ausgepackt. Ich werde vielleicht schaffen, bis der Podcast erschienen ist, dann auch Bilder vom Spielmaterial zu veröffentlichen auf www.brettspiel-news.de. Da könnt ihr euch das dann auch in Ruhe anschauen. Es hat auch den Untertitel Im Tal der 1000 Tautropfen. Und ich glaube, das beschreibt so ganz schön, wie knuffig das ist. Ich finde, wenn man sich dieses Cover anguckt, da denkt man auch, ich möchte sofort irgendwie einen Zeichentrickfilm davon haben. Oder ich finde, das könnte auch so ein kurzer Einspieler vom Sandmännchen sein. So eine ganz moderne Zeichentrick-Dings, oder? Ich finde, dafür würde das passen. Dass dann die kleinen Pilze Abenteuer erleben. Ja, das würde ich mit meinem Sohn auf jeden Fall gucken. Nee, das ist echt sehr schön gemacht. Ich finde auch irgendwie diese Tautropfen, die diese Pilzwesen da tragen, die sind ja auch nicht so irgendwie normale Tautropfen, sondern die haben direkt irgendwie sowas Mystisches, die strahlen irgendwie so richtig. Voll. Naja, aber dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ich sag mal kurz die paar Fakten zu dem Spiel, bevor wir dann richtig einsteigen. Also Mycelia ist jetzt eben gerade erschienen. Ich habe noch mal im Vorfeld nachgeguckt. Zum Glück haben wir bei uns hier mal auf der Webseite die Brandneu-Artikel. Und da kann man meistens nachvollziehen, wann ein Spiel ungefähr im Handel ankommt. Und es ist tatsächlich in der Kalenderwoche 27/28 erschienen. Ich habe jetzt nicht mehr die Dateien rausgesucht, die uns dazu gesendet wurden. Aber irgendwann in dem Zeitraum, also erst vor wenigen Wochen, eben auch nur als deutsche Version. Der Johannes hatte gerade nochmal geschaut, im September ist die englische Version geplant und dementsprechend wenig ist auch bisher noch bei Boardgame Geek los. Ich dachte jetzt erst im ersten Moment, wo ich drauf geschaut habe, oh, das scheint sich aber nicht gut zu verkaufen. Aber es liegt daran, es gibt bisher halt nur die deutsche Version und das auch erst in sehr kurzen Zeitraum. Deswegen gibt es aktuell auch nur 72 Bewertungen dort und die vergeben immerhin schon eine 7,6, aber das ist natürlich noch überhaupt nicht aussagekräftig bei der geringen Anzahl von Stimmen. Das Spiel richtet sich an 1-4 Personen, ist also auch solo spielbar, wie Benny ja schon direkt gesagt hat, und Johannes wird ja das Spiel sonst auch nicht spielen. Spielzeit wird mit 45 Minuten angegeben. Das ist ab einem Alter von 9 Jahren empfohlen. Und der Autor ist Daniel Greiner und die Illustrationen stammen von Justin Chan. Und erschienen ist das Spiel bei Ravensburger. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage. Das Cover sieht schon mal toll aus. Bleiben wir vielleicht erstmal beim Spielmaterial. Weil als ihr die Box aufgemacht habt, wie war denn da euer Erleben? Vielleicht, Benni, magst du mal anfangen. Also ich finde, das Spielmaterial ist eigentlich genauso, wie ich das von einem Familienspiel erwarte, beziehungsweise mir immer wünschen würde. Weil, wie gesagt, diese Tautropfen haben ja schon auf dem Cover sowas Mystisches irgendwie. Ich finde, die sind aus einem sehr schönen Material. Ich weiß gar nicht, es wird wahrscheinlich auch nur Plastik letzten Endes sein, aber irgendwie fühlen die sich sehr gut an. Was auch gar nicht so irrelevant ist, weil man die tatsächlich auch viel in der Hand hat und viel bewegt. Und dann gibt es natürlich noch was zum Zusammenbauen. Das finde ich ist so eins der herausstechendsten
Spielmaterialien. Und zwar gibt es einen Schrein zum Zusammenstecken. Wir kommen ja bestimmt gleich noch ein bisschen auf Thema und Mechanik dahinter. Aber ich würde es erstmal so sagen, dass man bei diesem Schrein ist eine Art Würfelturm, weil man da auch einen Würfel drauf legt und dann kann man oben in dem Schrein werden die Tautropfen, die von unserem Tableau runtergenommen werden, wie das funktioniert, erklären wir gleich alles. Und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel, wie diese alten Telefone mit Wählscheibe, dreht man quasi oben auf dem Schrein einmal das obere Plateau um, sodass dann die Tautropfen runterfallen durch eine Klappe und der Würfel eben geworfen wird, der sich auch oben drauf befunden hat. Und ja, ich finde, das ist, was das Spielmaterial angeht, so ein Gimmick, was es nicht gebraucht hätte, weil zur Funktion kommen wir ja noch, aber das hätte auch eine Karte getan, wo man dann eben eine bestimmte Menge Tautropfen drauf tut und dann würfelt man halt den Würfel. Aber ich finde das richtig cool. Ich finde allgemein, das Spielmaterial macht irgendwie aus relativ klassischem Spielmaterial, also es gibt als Ressource gibt es halt Blätter und mit unterschiedlichem Wert und unterschiedlicher Farbe, aber die sehen super hübsch aus und auch dieser Schrein in Form von so einem Baumstumpf, das sieht alles einfach unglaublich schön aus und obwohl es im Endeffekt alles nur in Anführungszeichen Pappe ist, finde ich, wirkt das alles super wertig. Auch der Startspielmarker ist halt so ein Pilz aus zwei Pappstücken, die man einfach zusammensteckt, dann hat man halt so einen 3D-Pilz. Super cool. Dazu muss ich aber noch was sagen. Der kriegt Minuspunkte von mir in der Bewertung des Spielmaterials, weil wir kennen alle bestimmt von verschiedenen Spielen diese Elemente, wo man zwei Pappteile ineinander schiebt und daraus ein 3D-Element im Wesentlichen entsteht. Und Johannes, hattest du auch so Probleme beim Zusammenbau des Pilzes, weil das gezackt ist? Also diese Lücken, die man ineinander schiebt, sind gezackt und ich verstehe nicht, wieso. Also ich sag mal so, wenn man den fertig gebaut hat, dann ist es das stabilste Ding ever, weil du kriegst es, glaube ich, nie wieder auseinander. Aber das Zusammenschieben, das erfordert sehr viel Kraft. Also Handwerker ran. Genau. Da braucht man Handwerker, um das zusammenzubauen, ja. Klasse. Ja, tatsächlich war auch als ich das Foto gesehen habe von dem Spielmaterial, habe ich überhaupt nicht realisiert, dass es sich tatsächlich hier um Kartenspiel eigentlich nur handelt. Ja, weil die Tischpräsenz ist zumindest die auf den Fotos, die man im Internet schon sehen kann, eine andere. Also meine Erwartung war eher, dass es hier schon ein Brettspiel mit Karten. So war meine Erfahrung, also meine Erwartung, als ich das Material gesehen habe. Es macht also hier wirklich viel. Es kommt ja auch in einer großen Box daher, also in einer normalen Standardbox. Ist jetzt auch tatsächlich keine kleine Box, aber wenn man eben das ganze Material sieht, macht das ja wahrscheinlich auch Sinn. Ich finde, das ist halt für so ein Familienspiel super. Also das ist wirklich dieses Einladende, finde ich. Wenn du das auf dem Tisch hast, ich glaube, gerade irgendwie auch auf einer Messe oder irgendwie auf so einem Spiele-Event oder sowas, öffentlicher Spieletreff, ich glaube, da laufen Leute vorbei und gucken sich das an und denken sofort, ja, ich habe Bock, das zu spielen. Ja, was mir auch nochmal aufgefallen ist, weil als ich 2016 angefangen habe mit Brettspiel News, da habe ich eben auch dann Ravensburger Spiele waren tatsächlich immer auch sehr, ja, die hatten halt ihre Standard-Inlays und da wurde einfach alles reingeschmissen, keine Tütchen drin, das Spielmaterial war wirklich ein ganz anderes, also zumindest bei den meisten, ich behaupte jetzt nicht, dass alle Spiele aus der Zeit jetzt schon so, noch so aussahen, wie bei Schmidt-Spiele, das war das Gleiche. Und es ist halt wirklich fantastisch zu sehen, dass die in den letzten Jahren eine richtige, große, gute Lernkurve gehabt haben, wie man eben aus den trotzdem günstigen Material was richtig Tolles zaubern kann. Es ist jetzt halt kein Kunststoffpilz als Startmarker, sondern es ist alles aus Pappe zusammengesteckt, so wie es ausschaut. Und es wirkt einfach toll. Also auch auf mich, der es jetzt noch nicht gespielt hat. Ja, absolut. Ich finde, das ist so ein Beispiel für ein Spiel, was jetzt irgendwie keine Deluxe-Komponenten oder so hat, aber trotzdem wunderschön ist, eben ohne, wie du gesagt hast, einen Kunststoffpilz noch oder wie Johannes gesagt hat, diese Blätter, die die Währung darstellen, die sind schön und aus Pappe. Da braucht es für mich nichts Upgradendes. Und auch die Kartenqualität ist tatsächlich auch ziemlich gut, finde ich.
ganz wichtiger Zusatz, weil das ist ja nicht immer der Fall, Hust Richtung Everdale, dieser zusammensteckbare Schrein, den kann man so lassen und der passt in die Schachtel und es passt noch alles an Spielmaterial rein. Super wichtig. Ja. Ja, cool. Absolut. Ja, das ist tatsächlich ein guter Hinweis, weil dann beeinflusst das ja auch den Spielaufbau. Wie schnell hat man das Spiel denn hier auf den Tisch gezaubert? Boah, ziemlich schnell. Also es gibt eine Sache, die ein bisschen dauert. Das ist am Anfang die Tautropfen auf dem eigenen Tableau platzieren, weil da gibt es so eine Karte, die einem dann, also es gibt vier verschiedene Karten mit jeweils Rückseite, also acht verschiedene Startaufbauten quasi. Und da braucht man am längsten für. Ansonsten wirklich nicht lange. Dann kommt es noch darauf an, ob man mit nur mit dem Grundspiel spielt oder mit der bereits inkludierten Erweiterung, ob man die nochmal aussortieren muss oder einsortieren muss oder wie auch immer, aber an für sich hat vielleicht 2 Minuten. Also sehr schnell. Das hört sich auch schon mal sehr vielversprechend an, wenn ja auch noch gleich eine kleine Erweiterung bei ist. Das hört sich so an, als würde das sich dann an Menschen richten, die dann eben schon ein bisschen mehr Erfahrung im Brettspiel haben, um da auch noch ihren Spaß draus zu ziehen. Jetzt hast du gerade gesagt, das Tableau, fangen wir vielleicht mal damit an. Was ist denn überhaupt hier die Startausstellung? Wie ist der Spielaufbau hier überhaupt? Genau, also wir haben, also unser Ziel ist es, auf unserem, wir haben ein Tableau, der so ein bisschen den Waldboden abzeigt, mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen Laub, mit ein bisschen Wiese, ein bisschen Erde und ein bisschen Wasser und darauf sind 20 Tautropfen und ein magischer Schrein. Und unser Ziel ist es, um die Waldgöttin irgendwie zu begeistern, sozusagen diese 20 Tautropfen als erstes oder als schnellstes zu diesem magischen Schrein zu bewegen und das machen wir mit Karten, das heißt, wir starten alle mit einem gleichen Kartendeck, was aus 6 Karten besteht. Und unter unser Tableau legen wir noch so 2 Aktionsplättchen, die können wir dann einmal pro Runde für Blatt, ich weiß gar nicht, wie die Ressource im Spiel genannt wird. Bestimmt Blätter, behaupte ich jetzt einfach so. Und das war es eigentlich schon. Also es gibt noch, es ist ein Deckbilder, das heißt, ne, im Laufe des Spiels kommen mehrere Karten dazu, gibt es eine Auslage von 5 Karten, die wir dann im Laufe des Spiels kaufen können. Mhm. Also, ja. Und dann kommen halt noch, das ist jetzt sozusagen ne, einmal diese Startausstellung, die Benny beschrieben hat. Und dieser Effekt dieses Schreins-Würfelturms sorgt dafür, dass im Laufe des Spiels immer wieder 1 oder 2 Tautropfen auf das Tableau gelegt werden. Auch dafür gibt es eine Karte, die sozusagen auch dann immer so leicht zufällig bestimmt, je nachdem, was das Würfelergebnis zeigt. Keine Ahnung, legen wir dann alle oben links auf unser Tableau einen Tautropfen oder halt mittig schräg rechts oder so. Ja, und die Starttableaus sind alle gleich für alle Personen? Es gibt auch asymmetrische Rückseiten. Also es gibt 4-mal die gleichen und dann auf der Rückseite jeweils andere. Okay, das ist dann eben auch wieder für Fortgeschrittene. Ich denke mal, fürs Einstiegsspiel haben dann alle die gleichen Startbedingungen, genauso wie die gleichen Decks. Wie kommt man denn jetzt hier an neue Karten? Man kann die sich kaufen im Markt, also erstmal vielleicht um zur Vervollständigung des Deckbaumechanismus, im Gegensatz zu anderen Deckbauspielen ist es so, dass wir von unserem Startdeck aus 6 Karten 3 auf die Hand nehmen. Die müssen wir auch alle spielen, also man kann keine Karten zurückhalten oder sowas. Und ja, finde ich auch sehr cool einstiegsfreundlich gemacht. Das Deck liegt halt links von dem Tableau oder soll man links hinlegen und die abgespielten Karten rechts, so dass man dieses klassische bei Deckbildern von links nach rechts so automatisch drin hat, weil man quasi in der Mitte gar nichts liegen haben kann. Und schon bei den Startkarten gibt es halt Karten, die einem Blätter geben. Die sind die Währung. Und es gibt in der Mitte den offenen Markt, den Johannes schon gesagt hat, von 5 offenen Karten. Und ja, davon kann man sich jederzeit in der eigenen Runde eine neue Karte holen. Ja, so kommt man an neue Karten. Und legt die interessanterweise oben auf den Nachziehstapel. Das heißt, man wird sie definitiv nächste Runde ziehen, die Karten, die man neu gekauft hat. Das passt auch ganz gut, finde ich, zu diesem Wettlaufcharakter, weil dadurch, also anders würde ich sagen, hat auch was mit der Komplexität zu tun, als bei anderen Deckbuilding-Spielen. Man baut sich hier kein großes, krasses Deck mit einer tiefgehenden Strategie auf, sondern es geht eher so ein Taktik-Ding sozusagen. Welche Karte kriege ich als nächstes vielleicht für meine aktuelle Situation und
keine Ahnung, ich habe eine Karte mit einem bestimmten Effekt, dann gucke ich mal, was für eine andere Karte dazu passt. Und dadurch, das hat so ein sehr, sehr schön, es hat ein sehr flottes Tempo dadurch. Ja, auch passend zur Spielzeit, finde ich. Mich würde mal interessieren, Johannes, hast du mal zufällig darauf geachtet, wie viel Karten du so pro Partie kaufst? Also wie viele so neu dazukommen? Das ist super unterschiedlich. Ich habe das bewusst, glaube ich, mal unterschiedlich ausprobiert. Also ich glaube, ich habe Partien, wo ich auch mal nur 3 Karten gekauft habe, die ich dann immer ganz schnell durchrotiert habe. Aber ich habe auch schon mal, wo ich gefühlt jede Runde einfach immer was dazu gekauft hat. Und es funktioniert beides, würde ich sagen. Ja, bei mir waren es immer so 3 bis 5 Karten, die ich eigentlich in der Regel nur hole, was halt ja absolut nicht viel ist für einen Deckbilder. Ne? Man denke an Dominion etc. und dann in einer Partie irgendwie nur 3 Karten kaufen. Aber so ist das bei Mycelia. Echt mehr Taktik als Langzeitstrategie eigentlich. Wobei es auch eine langzeitstrategische Komponente gibt. Das finde ich, ist generell so eine der Stärken von dem Spiel. Ist ja immer die Frage, mit was ist der Deckbau irgendwie kombiniert oder was sind dann eigentlich die Effekte der Karten und so weiter. Und hier ist es ja dieses Schiebepuzzle. Und das finde ich eine sehr, sehr starke Kombination, weil das, glaube ich, auch ja für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene, ist es einfach eine total logische Operation oder eine Denkweise, zu überlegen, ich habe eine Karte, mit der ich super gut was auf grünen Grasfeldern machen kann. Also versuche ich in den Runden, wo ich nicht diese Karte habe, versuche ich Tautropfen auf grüne Felder zu bewegen. Also man hat dann Karten, wo man darauf hinarbeiten kann, wenn sie dann aufgedeckt werden, dass man die dann besonders erfolgreich benutzen kann. Okay. Das hört sich schon nach einer guten Sache an. Welche Funktion haben denn die Karten hier überhaupt? Was kann man denn hiermit beeinflussen? Beeinflusst man auch die Gegenspieler in irgendeiner Form? Stört man hier irgendwas? Es gibt ja diese zentrale Auslage für die Regentropfen. Kann man die damit beeinflussen mit Karten? Also grundsätzlich gibt es, würde ich sagen, erstmal 3 Effekte. Das ist halt, wir kriegen einerseits Blätter, damit wir halt neue Karten kaufen können. Dann gibt es halt Karten, die uns sagen, wir können Tautropfen verschieben. In unserem Standarddeck haben wir 3 Karten davon. Einmal, dass wir etwas vom Gras verschieben können, einmal vom Fluss oder vom Bach und einmal vom Laubfeld. In den Karten, die man dann dazu kaufen kann, kann das sein, dass man dann mehrere Tautropfen von einem Feld bewegen darf oder dass man sozusagen Felder von Tautropfen von einem beliebigen Feld bewegen darf, dass man irgendwie, also da gibt's ganz unterschiedliche Kombinationen. Das kann auch sowas sein wie, man darf nur was bewegen, wenn da mindestens 2 oder 3 Tautropfen drauf sind. Und dann gibt es noch Effekte, die einem einfach sagen, man darf Tautropfen direkt entfernen. Die sind natürlich super mächtige Effekte, deswegen auch da gibt es meistens dann irgendwelche Bedingungen. Es kann zum Beispiel sein, auf den Karten, auf einigen ist so ein kleiner Käfer drauf. Das bedeutet dann immer, es muss genau diese Anzahl Tautropfen drauf sein. Das heißt, wenn wir sozusagen ein grünes Feld auf unserer Karte sehen mit einem Tautropfen und einem Käfer, heißt das, da darf genau einer drauf sein. Wenn wir eine andere Karte haben mit einem roten Feld und 2 Tautropfen, dann heißt das einfach nur mindestens 2 Tautropfen. Und da gibt's dann noch halt ein paar Variationen. Das ist in der Basisvariante. In dem Erweiterungspaket kommen noch solche Sachen rein, wie dass man zum Beispiel Karten vom eigenen Ablagestapel rausschmeißen darf, also das Deck verschlanken kann und nochmal eine Kombination aus Verschieben, Entfernen mit Bedingungen. Und da kann das auch sowas sein wie bei ganz besonders mächtigen Karten. Das wäre sozusagen so ein Effekt wie, ich darf 4-mal was bewegen und dafür dürfen alle anderen, die mitspielen, 1-mal was bewegen. Es gibt keine, Benni, korrigiere mich, gibt keine negative Interaktion, sondern immer nur positive Interaktionen. Nee, brauche ich nicht zu korrigieren, ist genauso. Ist ein sehr belohnendes Spiel. Auch bei den Startkarten ist direkt eine Karte dabei, die, wenn man die ausspielt, bekommt man selbst 2 Blätter. Mit den Blättern kann man ja später Karten kaufen und die Mitspieler bekommen direkt 1 Blatt, wenn man die ausspielt. Und von sowas gibt es halt viel. Bei der Erweiterung kommen noch hinzu als Effekt, was ich auch ganz spannend finde, Soforteffekte, die man beim Kaufen bekommt. Auch häufig bei starken Karten als Effekt für die anderen dann wieder. Also wieder Belohnungsgefühl, Happy Feeling für alle. Keine Konfrontation außer Karten wegkaufen und natürlich dem generellen Wettrennen, was schon durchaus auch ein interaktiver Part ist, weil man immer gucken muss,
wie viel haben die anderen noch? Kann ich das jetzt noch so machen? Oder muss ich ein bisschen vielleicht auf Risiko gehen, darauf hoffen, dass jetzt eine andere Karte kommt und dementsprechend vorher die Tautropfen dahin schieben? Oder kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen und die langsam zu meinem magischen Schrein versuchen zu schieben, damit die von da aus auf den tatsächlichen 3D-Schrein gelangen kann? Ja. Mhm. Das macht schon guten Eindruck, vor allen Dingen, wenn jetzt das quasi auch so dieses Deckbuilding-System eigentlich so ein bisschen nochmal Neueinsteigern auch nahe bringen kann, dass man vorher ein sehr abgeschlanktes System hat und dann hier mit dem klassischen, ich spiele schlechtere Karten, die ich jetzt nicht so oft brauche, aus dem Deck raus, dass man das dann quasi ja dann doch ein bisschen wieder strategischer spielen kann mit der Erweiterung. Ja. Absolut. Und ich habe das auch mit meiner Partnerin gespielt und ich würde nach wie vor sagen, sie ist eher, ja, so richtig wenig Spielerin ist sie zum Glück nicht mehr. Sie spielt recht viel mit mir, aber kennt natürlich nicht diese ganzen Begriffe und so. Und ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie irgendwas mit Deckbuilding mit ihr gespielt gehabt, bis auf das jetzt. Und das fand ich dann auch ganz spannend, wie sie, also Mycelia ist, glaube ich, wirklich ein super Einstiegs-Deckbuilder, weil es dieses grundlegende Deckbuilding-System kann man damit sehr gut lernen. Auch sowas wie, ich habe noch eine Karte da liegen, da muss ich erst die nachziehen, dann darf ich erst nachmischen, also dann darf ich erst meinen Ablagestapel mischen und neu hinlegen und dann davon noch die anderen zwei ziehen. Aber auch von den Effekten her hat sie auch relativ bald die Sachen dann so benannt. Na, hat dann gesagt, ah, das ist, ich brauche irgendwie eine Karte, sowas zum Bewegen, einen Beweger. Und ich brauche eine Karte, mit der ich viel auf einem Fleck entfernen kann. Und ja, und dann habe ich auch mit Erweiterung mit ihr gespielt. Und dann ganz spannend, mal jemandem zu gucken, dafür wird ja gerade Challengers ja auch sehr gelobt, so Leute, die zum ersten Mal in diesem Deckbau irgendwie damit Erfahrung machen, was die so für Überlegungen haben, was für uns ist relativ klar, welche Karten wir zuerst rausschmeißen. Wobei ich da auch schon mein Learning bei dem Spiel hatte. Am Anfang habe ich auch immer nur die Einserblätter rausgetan und mittlerweile traue ich mich auch mal, diese Startbewegungskarten wegzutun, wo ich am Anfang gedacht habe, oh mein Gott, dann darf ich ja gar keine Tautropfen mehr von Rot wegbewegen. Aber wenn man eine andere Karte hat, die vielleicht eine beliebige Bewegung erlaubt und die kommt dafür häufiger, dann kann sich das auch lohnen, noch die Blätter festzuhalten. Ja, und das alles halt bei meiner Freundin zu beobachten, weil die echt gesagt hat, ja, nee, ich will jetzt gar keine Karte raustun. Ich so, doch, ich glaube, du möchtest eine Karte raustun. Auf jeden Fall. Überleg nochmal. Ne? Und dann diese Überlegung mitzubekommen, fand ich sehr spannend. Mhm. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich habe das auch, wir haben es zu viert auch gespielt mit GelegenheitsspielerInnen. Die waren auch total begeistert. Ich habe es auch mit meiner kleinen Schwester zu zweit gespielt, die noch wenig Spielerin ist. Aktuell wird es tatsächlich mehr. Finde ich ganz spannend, dass sie mehr Bock auf Brettspiele hat. Sehr schön. Und das Einzige, was so eine, würde ich sagen, so eine leichte, ja nee, Hürde nicht, doch eine gewisse Einstiegshürde ist, das sind die Symbole auf den Karten. Die sind für uns, die sehr viel spielen, super einfach zu erlernen. Für Leute, die nicht so viel spielen, habe ich auch auf Twitter von Nico Wagner von der Spiel des Jahres Jury auch schon gehört, das erfordert Erklärung, was ich aber überhaupt kein Problem finde, dann sozusagen mal ein paar Karten zu erklären. Ich finde aber sehr schön, dass da komplett auf Symbole gesetzt wurde und nicht auf erklärenden Text, weil ich glaube, das wären sehr lange Texte zum Teil gewesen. Und so ist es sehr klar. Das ist dann für die erste Partie eine kleine Hürde, aber ich glaube, ab der zweiten Partie wird das wunderbar sitzen. Ja, stimme ich dir zu. Ich bin so, ja, Ikonografie wäre so ein Punkt, den würde ich so mittel sehen bei dem Spiel. Also ich finde die eigentlich ziemlich gut. Und dann gibt's aber so ein paar Symbole, wo ich mir halt gewünscht hätte, kann man das nicht irgendwie simpler darstellen? Ne, das sind vor allem diese, auf dieser, also das mit dem Käfer ist völlig klar. Wenn da ein Käfer ist, dann müssen da genauso viele Tautropfen liegen, wie die Karte sagt. Dann gibt's aber dieses mit dem blauen und den durchsichtigen Tautropfen. Durchsichtig immer optional, blau quasi immer Pflicht. Und dann hätte ich mir aber ein anderes Symbol gewünscht für, hier müssen mindestens so viele liegen, damit die Karte da irgendwie zutrifft. Das ist dann manchmal echt, wenn da dann irgendwie zwei blaue und ein durchsichtiger liegen, ja, wir wissen das recht schnell, aber habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das nicht so einfach ist. Zudem, was mich da mehr stört, ich kann das manchmal nicht so gut erkennen. Ich glaube, vor allem auf Graslandschaft sehe ich manchmal dieses Blau und das durchsichtig nicht so gut. Und das ist, ja, also irgendwie kann ich das nicht so gut unterscheiden. Ich weiß auch nicht, warum. Ist tendenziell vielleicht auch nicht so gut geeignet für Menschen mit Farbenblindheit, ne?
könnte ich mir vorstellen. Oder mit einer Rot-Grün-Schwäche oder so. Also es hat auf jeden Fall den Vorteil, dass jeder Hintergrund hat eine andere Struktur. Also ich glaube, wenn man sozusagen das mit einem Schwarz-Weiß angucken würde, ich glaube, dann würde man immer noch ungefähr erkennen, was ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade dieses vielleicht dieses Hellblau auf Hellgrün nicht das Optimum ist, ja. Mhm. Okay, jetzt doch noch mal eine Frage. Wir haben ja diesen Turm in der Mitte, der wurde ja, oder den Turm ist zu viel gesagt, diesen Baumstumpf. Welche Funktion hat der denn jetzt noch mal ganz genau hier im Spielablauf, im Spielsystem? Das ist quasi so ein Backup-Mechanismus, würde ich nicht sagen, aber der sorgt sozusagen dafür, dass Leute, die sehr schnell vorpreschen, nicht zu schnell gewinnen. Dieser Schrein besteht, wie beschreibt man das, aus zwei Ebenen, würde ich sagen. Wir haben sozusagen eine Grundfläche und darauf ist halt dieser Drehmechanismus, wo halt Platz ist für unterschiedlich viele Tautropfen und einen Würfel. Je nachdem, mit wie vielen Leuten man das spielt, setzt man den Würfel an einen bestimmten Platz auf dem Schrein. Und wenn dann sozusagen die Tautropfen an dem Würfel ankommen, dreht man diesen Schrein, dann fallen die Tautropfen durch die Löcher so eine kleine Rampe runter, inklusive dem Würfel. Und je nachdem, was der Würfel dann zeigt, auf einer Karte legt man dann auf sein eigenes Tableau wieder ein oder zwei Tautropfen, sodass sozusagen immer so ein bisschen, wenn eine Person schon sehr wenig hat, da kommt dann nochmal was dazu, damit nicht eine Person komplett voranprescht. Und das, also, ne, wie Benny gesagt hat, das ist halt ein nettes Gimmick. Theoretisch hätte es vollkommen gereicht, wenn man die Tautropfen alle in der Mitte gesammelt hätte und wenn da mindestens so und so viel liegen, würfelt man den Würfel. Aber das macht natürlich viel mehr her. Es ist viel besser mit diesem Schrein auf jeden Fall. Und ich finde, was das halt ist, ist ja eigentlich ein Zufallselement, dass man halt nicht von Anfang an quasi sich jetzt komplett durchoptimieren könnte, wie man sein Tableau da perfekt abräumt. Ich meine, durch das Mischen hat man natürlich eh so eine kleine Zufallskomponente. Aber das ist für mich auch ein wesentliches Spannungselement, dass dann, es sind ja wie gesagt immer je nach Würfelwurf und je nachdem, was die Karte zeigt, die man dann auch nochmal flippt, ist es halt sehr schlecht ausrechenbar, wo dann die Tropfen neu kommen und wie viele. So, und dann kommen die. Und da habe ich durchaus schon Partien erlebt, weil meine Partien sind bisher, muss Johannes gleich mal sagen, immer sehr, sehr knapp ausgegangen. Und da kann das schon mal, ja, das Zünglein an der Waage sein, wie man dann mit diesen neu hinzugekommenen Tropfen nochmal umgeht, wer da besser mit umgehen kann. Ein kleiner Funfact, ohne jetzt zu sehr solo auszuholen, ist, dass der Solo nochmal eine richtig coole taktische Komponente hat, weil Solo spielt man gegen so einen Automa und der kriegt keine nach. Also dem ist das egal, was da passiert. Das heißt, Solo versuchst du, bei 10 Tautropfen müsste man das einmal machen, würden neu reinkommen. Versuchst du quasi, wenn du 9 hast, mit deinem nächsten Zug total viele hinzulegen, weil die überzählig sind, die sind quasi egal. Und das heißt, du musst weniger oft das drehen und das macht dich wieder schneller gegenüber dem Automa. Okay. Wie oft muss man das denn so im Schnitt jetzt drehen, wenn man jetzt mit einer Spielgruppe spielt? Ich bin gerade am überlegen, also zu viert hat ja jede Person 10 Tautropfen, das heißt, wir haben insgesamt 40 Tautropfen. Ich bin gerade überlegen, zu zweit und solo ist es halt so, da dürfen 10 Tautropfen liegen. Ich würde jetzt einfach wahrscheinlich spontan tippen, zu dritt dann 15 und zu viert 20. Ich würde dann schätzen, wahrscheinlich dreimal pro Partie kommt, müsste, glaube ich, hinkommen. Ja, hätte ich auch gesagt. Okay, also man versucht, sein Board leer zu spielen und kriegt aber immer wieder nach. Aber nur wenig sozusagen. Ja. Ja, man kriegt ein bisschen immer wieder drauf und weiß halt nicht, wohin. Aber es ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ein Spannungselement, wie du schon sagtest, Benny, was wirklich auch noch eben halt nicht nur als Gimmick, sondern auch als Funktion etwas hergibt. Also ne, wo eben was Technisches passiert, in Anführungsstrichen. Also es ist schon, kann ich verstehen, dass das auf jeden Fall den Reiz des Spiels deutlich erhöhen wird im Vergleich dazu, dass man eine Karte aufdeckt und würfelt. Das hätte Ravensburger ja auch so machen können, wäre dann ein wesentlich günstigerer zu produzierendes Spiel geworden, was wahrscheinlich dann auch in eine kleinere Box gepasst hätte. Also
muss ich schon sagen. Da haben sie hier anscheinend dann schon viel Potenzial im Spiel gesehen, damit sie es dann eben auch so aufwendiger produzieren, dass sie dann auch entsprechend wahrscheinlich einen, ja, auf jeden Fall einen höheren Preis an einer Kasse dann verlangen müssen für das Spiel. Ja, das ist schon, finde ich gut. Also finde ich gut, dass sie da den Mut dazu gehabt haben, das so zu machen. Ich finde, dazu habe ich auch noch was. Letztens war ja auch bei euch bei BSN der Podcast, der Team-Podcast, wo es um Themen, die man nicht mehr sehen und hören kann, ja, wo es darum ging. Und irgendwie hatte ich das noch so im Hinterkopf jetzt bei Mycelia und würde erstmal sagen, erstmal ist es ein frisches Thema, weil fantastische Pilzwesen, was will man mehr? Nein. Und dann finde ich aber auch, dass, also sind wir ehrlich, es wird zuerst die Mechanik gegeben haben und dann wird da dieses Thema drauf gekommen sein, das ist völlig klar. Aber ich kaufe das dem Spiel irgendwie ab und das finde ich immer eine besondere Leistung. Und ich glaube, das liegt an dem, was du gerade gesagt hast, Daniel, dass man, ja, dass eben die Mühe da reingesteckt wurde. Ne? Also Stichwort Gestaltung, wir hatten ja schon das Cover ausführlich, aber auch die Karten auch mit einem liebevollen Detailmaß. Johannes muss gleich was dazu sagen, was es mit dem unteren Teil der Karten auf sich hat. Aber ich habe mir hier so ein paar rausgesucht. Da stehen nämlich immer so kleine Flufftexte und die sind halt auch sowas von cool irgendwie. Hier sind so zwei Pilze beim Angeln und dann steht da drum, uns geht es nicht darum, was zu fangen. Wir genießen einfach unsere gemeinsame Zeit im Hier und Jetzt. Oder dann ist hier so ein Pilz, der auf so einem Insekt fliegt und da die Tautropfen transportiert. Oder hier ist so ein total süßes Pilzkind, was mit einem Marienkäfer an der Leine Gassi geht. Und da steht dann drunter, Pilzkinder stehen früh auf eigenen Beinen und streifen oft tagelang allein durch den Wald. Also es ist einfach wirklich viel, sehr viel Mühe, finde ich, in diese Gestaltung. Also nicht nur ins Artwork, insgesamt in die Gestaltung, also auch den Schrein und den Pilz, auch wenn er blöd ist, im Zusammenaufbau geflossen. Und dann gibt's ja noch unten eine Information auf den Karten. Johannes. Genau, also das sind natürlich jetzt irgendwie fantastische Pilze, weil es sind offensichtlich, weiß ich nicht, nee, anthropomorph, humanoide Pilz. Ich weiß nicht, was dafür jetzt der perfektere Ausdruck ist. Aber ich habe dann mal tatsächlich, weil unten steht dann immer ein lateinischer Name, zum Beispiel der Clavulinopsis fusiformis. Und den habe ich dann mal gegoogelt und ich habe noch ein paar mehr gegoogelt. Ich habe nicht alle gegoogelt, aber zu allen Pilzen, die ich gegoogelt habe, habe ich sozusagen das Original gefunden. Das heißt, selbst die absurdesten, ich habe vorhin noch mal ein paar gedacht, nee, so einen Pilz gibt es bestimmt nicht, aber natürlich gibt es den Pilz. Also das sind tatsächlich alles Original-Pilzvorlagen, was ich auch unglaublich, also wie detailreich, wie liebevoll das ist, weil die hätten sich ja irgendwas ausdenken können. Nö, aber die haben sich offensichtlich gedacht, okay, wir gucken, ich meine, das sind bestimmt, ich weiß gar nicht, wie viele Karten, das sind 100 Karten, könnte sein, es sind ein paar doppelt, sagen wir, weiß ich nicht, 80 unterschiedliche Pilze vielleicht oder 70, haben die sich einfach rausgesucht und das ist einfach super cool und das halt dann noch mit so einer cuten Optik. Ja, also dann auch da wieder Liebe ins Detail gesteckt. Und das kommt ja im Spiel meistens zugute. Und wenn ihr jetzt auch sagt, hier, das ist thematisch, man hat ja gar keine Geschichte hier oder so, oder wenn ich das richtig verstanden habe, aber es geht ja einfach nur darum, dass man hier sein Kartendeck spielt, aber dass man da eben dann in so ein eigentlich simples Spielprinzip, was man eben schon tausendfach irgendwo veröffentlicht hat in verschiedensten Formen, das dann hier so einbettet und sowas Neues draus macht, in Anführungsstrichen Neues, aber eben auf jeden Fall genug Neues anscheinend, so wie er das beschreibt. Aber damit es dann auch wieder seine Berechtigung hat hier, dass man das dann auch spielt. Wunderbar. Wie ist denn da, kommen wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen auf die Zielgerade. Was ist denn so euer Eindruck jetzt von dem Spiel? Also euer Fazit, was findet ihr richtig gut daran? Oder vielleicht gibt es ja auch Punkte, die ihr richtig schlecht findet, abseits des Pilzes, der ist ja schon genannt worden, der 3D-Pilz. Ich bin ziemlich begeistert. Mich hat das beim allerersten Mal ein wenig an Living Forest erinnert. Das liegt natürlich irgendwie nah. Es hat einen leichten Deckbaucharakter, es hat ein Naturthema und es hat so einen Wettlaufcharakter. Natürlich kommt bei Living Forest noch dieses Push-Your-Luck-Element dazu. Und Living Forest ist noch mal ein Stück komplexer. Aber ich finde, es trifft es so ein bisschen. Ich bin gespannt, vielleicht hat Benny noch ein anderes Spiel als Vergleich, weil sonst ist mir relativ wenig eingefallen, sozusagen, womit man Mycelia vergleichen kann. Es ist halt wirklich so
super flott gespielt, vor allem halt solo und zu zweit, aber selbst zu viert ging das, finde ich. Also du bist auf jeden Fall, ne, ich glaube, genau 40, 45 Minuten steht auf der Schachtel. Ich würde auch sagen, das ist die Maximaldauer. Also natürlich mit irgendwelchen Leuten, die ganz, ganz viel grübeln, kann das länger dauern. Aber so viele Entscheidungen gibt es hier ja auch nicht, weil man immer genau drei Karten hat. Natürlich kann man dann überlegen, wann setze ich welche Karten wie ein und ja, wie optimiere ich die Effekte etc. pp. Aber es ist halt super flott gespielt, es sieht super schön aus. Ich finde aber vor allem, was ich ganz spannend finde, obwohl das so simpel ist und so wenig Regeln hat, fühlt sich das für mich nicht banal oder belanglos an. Das ist ja, finde ich, manchmal so das Risiko von zu seichten Spielen, dass wir als zynische Vielspielerinnen und Vielspieler da irgendwie so ein bisschen denken, boah, das ist ja super langweilig. Ich glaube, Leuten wie Marisa wird das so gehen, weil dafür, ich glaube, für Marisa ist das auf jeden Fall zu einfach. Aber ich habe da trotzdem eine Menge Spaß bei. Ja, ich auch absolut. Also ich bin sehr positiv von Mycelia überrascht worden. Ich gehe ganz kurz auf das ein, was Johannes gesagt hat. Vergleichsspiele habe ich auch dran überlegt. Also ich finde, Vergleichsspiele müssen sich vor allem daran messen lassen, welche Spiele bieten so einen guten Einstieg in das Deckbuilding. Oder man müsste eigentlich zweierlei gucken. Man müsste gucken, welche Familienspiele sind sozusagen vergleichbar, haben vielleicht einen vergleichbaren Vibe und dann diese, sag ich mal, didaktische Komponente, wie könnte man irgendwie Leuten Deckbuilding näher bringen, so diese Gateway-Komponente, sag ich mal. Und ich finde, in dieser Gateway-Komponente finde ich Mycelia super, super stark. Mir ist Wettlauf nach Eldorado eingefallen. Das habe ich aber nur einmal gespielt vor echt langer Zeit. Da müsstet ihr mir nochmal helfen. Ich weiß nur, es hat mir offensichtlich nicht gut genug gefallen, dass ich es danach in die Sammlung aufgenommen habe. Und ich sehe das echt so, ich würde mit Leuten, wenn ich jetzt irgendwie denken würde, ich müsste denen jetzt so ein paar Mechaniken vielleicht beibringen, weil ich denen mit denen unbedingt, weiß ich nicht, Dune Imperium spielen will. So, da gehört halt Deckbuilding dazu. Und da hätte ich bisher, glaube ich, immer vielleicht Dominion dann mal vorher versucht zu spielen. Vielleicht auch Klong, obwohl das schon ein bisschen über Dominion ja ist. Aber da würde ich ab jetzt tatsächlich Mycelia auf jeden Fall nehmen. Ganz große Stärke, hat Johannes gesagt, das ist dieses easy to learn, hard to master. Ich finde, es hat auch für Vielspieler, also ich habe jetzt 11 Partien oder so gespielt und mich begeistert das, also ich habe nach wie vor noch total Lust, das weiterzuspielen. Und ich finde, es hat so ein paar coole Kniffe. Also das eine habe ich ja eben schon gesagt, dass das einfach cool ist. Dieses Schiebepuzzle finde ich eine sehr, sehr coole Anwendung für den Deckbau, weil das gut ineinander greift, weil man nicht nur bei abstrakten Deckbildern muss man ja nach Synergien auf den Karten suchen, zwischen den Karten. Bei Mycelia suchst du die Synergie mit dem, was du auf deinem Brett siehst, mit den Karten. Das ist irgendwie viel anschaulicher. Gleichzeitig dann mit der Erweiterung, wenn dann diese Soforteffekte kommen, ist es zum Beispiel total cool, dass das Spiel sagt, du kannst alles machen, wann du willst. Also es gibt ja noch diese Aktionsplättchen. Du kannst theoretisch zuerst ein Aktionsplättchen auslösen. Du kannst dann eine Karte spielen. Dann kannst du eine Karte vom Markt holen und den Soforteffekt spielen. So, ne? Und da bietet es für mich als jemand, der viel spielt, schon auch genug Hirnwendung. Wie du gesagt hast, Johannes, es ist nicht banal. Es ist ein simples Spiel, aber es ist nicht banal. Und ganz wesentlich dazu trägt auch bei, habe ich schon gesagt, meine Partien waren bisher alle eng. Da wird man ja vielleicht auch mal kurz denken, ist das jetzt irgendwie beliebig, was ich hier tue? Aber ich glaube, es ist im Gegenteil, dass es einfach auf wirklich Kleinigkeiten manchmal ankommen kann, wer dann am schnellsten die Aufgabe gelöst hat. Und das macht es irgendwie spannend und cool und belohntes Spielgefühl. Und ja. Ja, hört sich nach einem richtig tollen Spiel an. Jetzt habe ich ja hier zwei Solo-Experten auch direkt dabei. Wollt ihr denn auch noch mal auf das Solo, auf die Solo-Erfahrung insbesondere eingehen? Johannes? Ja, natürlich wollen wir das. Wenn wir dürfen, los geht's. Jetzt geht's noch mal genauso lang.
Nein, keine Sorge. Zweiteiler. genau. Benni hat das ja schon gesagt, man spielt gegen einen Automa, der aber entsprechend auch dem ganzen Rest vom Mycelia super simpel zu handhaben ist. Wir haben halt ein Tableau des Automas, wo einfach 20 Tautropfen drauf gesammelt werden. Da wird nichts unterschieden in irgendwelchen Gebieten. Dann hat er noch einen Token, den man ab und zu umdreht und einen Karten oder beziehungsweise ein Tableaustapel aus 6, 7, 8. Ich weiß es gar nicht. 6. Benni hilft, sehr gut. Aus 6 Karten, die man halt einfach aufdeckt. Und da sind ganz simple Effekte drauf, wie halt, dass er automatisch was entfernt. Manchmal auch, und da ist auch schön sozusagen diese positive Interaktion mit drin, dass einige dieser Karten einen Effekt haben, der uns hilft, sozusagen, dass wir ein Blatt kriegen oder dass wir was bewegen dürfen. Oder, und das ist super, super wichtig, finde ich, bei einem Deckbuilding-Spiel, gerade wenn man solo spielt, ist das ja sonst nicht der Fall. Es gibt eine Karte, die die komplette Auslage refresh. Und das ist ja, würde ich sagen, gerade, ne, du hast Juniperium genannt in der Grundvariante, da wird diese blöde Auslage nie erneuert. Das hat Mycelia ja auch direkt mit drin. Es gibt zumindest laut den Regeln keine schwerere Variante sozusagen. Ich bin aber auch tatsächlich gegen die Automa, also ich habe gewinnen und verlieren, das ist relativ in der Waage gegen den. Und wenn, ist es relativ knapp, sowohl gegen mich, für ihn oder andersrum. Genau, aber da wäre es, glaube ich, natürlich cool gewesen, vielleicht da irgendwie einen stärkeren, weiß nicht, einen schweren Modus zu machen. Aber theoretisch kann man da halt auch, weiß nicht, nimmst du halt für den Automa 2 Tautropfen weniger oder so. Und dann wird es schon direkt, glaube ich, sehr viel schwerer. Ja, also ich will das auch nochmal unterstreichen, dass ich den wirklich auch fordernd finde, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe bei so einem Familienspiel, wo ich erstmal begeistert war, dass das einen Solo-Modus hat. Und von dann, Ravensburger, also hätte ich auch nicht gedacht, so dass also irgendwie Amigo oder Ravensburger, dass die eben einen Solo-Modus rausbringen und dann machen die das, mega cool, ja. Also Daniel Greiner scheint ein gutes Auge zu haben, würde ich mal sagen. Direkt Erstlingswerk, so ein Spiel, dann noch mit einem coolen, fordernden Solo-Modus. Ja, Johannes hat mich vorhin schon geärgert, wenn man denn bei Boardgame Geek guckt, gibt es tatsächlich einen Post für eine Variante und die Variante ist tatsächlich von mir für die Solo-Variante. Und zwar ging es mir dann nicht um den Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, ich finde den auffordernd. Aber ich hatte im Solo-Spiel noch weniger Deckbau als im Multiplayer-Spiel und habe mir einfach überlegt, was könnte man da irgendwie machen? Da war mir recht klar, ich gebe dem mehr Tropfen, aber dann wird es ja irgendwie leichter, deswegen gebe ich mir auch mehr Tropfen. Also meine Variante ist auch schnell erklärt. Der Automa kriegt 25 und man selbst kriegt auch 25. Man baut sich 20 normal nach diesem Startplättchen auf und den Rest würfelt man quasi mit der Karte, wie wenn man mit dem Schrein auffüllt, noch bis man 5 Tropfen mehr drauf hat. Und ja, dann alles wie gehabt, alles ganz normal, nur dass das Spiel halt ein bisschen länger geht, aber jetzt auch nicht wirklich viel länger, vielleicht 3, 4, 5 Minuten länger. Und es geht sehr, sehr schnell solo. Aber man hat ein bisschen mehr Deckbau noch, weil im Solospiel hatte ich manchmal irgendwie nur 2 Karten gekauft und das war mir dann so ein bisschen wenig, da war es schon wieder vorbei. Und ja, genau wie Johannes gesagt hat, sieht meine Variante auch vor, dass man, wenn man dann gewinnt, in der nächsten Partie dem Automa 1 Tropfen weniger gibt, also nur 24, 23. Johannes, 24 gilt es für dich zu schlagen. 24, 23 habe ich noch nicht geschafft, wenn du die Variante mal ausprobieren möchtest. Challenge accepted. Ich sehe schon, heute Abend, 4 Uhr nachts, kriege ich eine Nachricht bei WhatsApp. So, 19, was sagst du nun? Ja, gibt ja beim Videospiel immer, ich weiß jetzt nie, Fachbegriff nicht, aber so, how long to beat. Also wie lange braucht man, um ein Spiel durchzuspielen? Ne? Also, da könnt ihr euch hier gegenseitig hochsteigern oder runtersteigern. Ja, also noch ein Fun Fact, 25% der Forum-Threads auf Boardgame Geek fürs Spiel Mycelia stammen jetzt von dir, Benni. Da gibt es bisher 4 Einträge. Okay. Wow. Ja, ist natürlich anfänglich schon gesagt, geschuldet, dass das Spiel im englischen Bereich noch nicht erschienen ist. Das sind tatsächlich auch 2 weitere Fragen. English Rulebook und English Edition, ja. Also, ich denke mal, wenn das Spiel dann weltweit verfügbar ist, dann wird es dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen stärkeren Impact haben. Hoffe ich doch. Auch übrigens beim Solo-Modus hat man auch nochmal die, ist super simpel, aber das ist nicht, der heißt nicht einfach nur Automa. Nein, wir spielen natürlich gegen
Quiduin, den Geisterpilz. Also auch da wieder, es ist super zauberhaft. Auch der ist illustriert. Also dann hat man auf dem Tableau so einen kleinen, niedlichen Geisterpilz. Das ist einfach zauberhaft. Ja, cool. Also durch und durch seid ihr davon begeistert. Also wir haben jetzt, glaube ich, das ganz gut zusammengefasst, was man hier im Spiel macht, was man hier bekommt. Also für Menschen da draußen, die auf der Suche sind nach einem sehr einsteigerfreundlichen Familienspiel mit Deckbuilding-Aspekten, die durch ein Modul noch erweitert werden können, ein bisschen vertieft werden können, die vielleicht dann auch noch Bock haben, das mal solo zu spielen, wenn sie mögen, mit einer wunderbaren Grafik. Für die wird das Spiel auf jeden Fall was sein. Für Hardcore-Experten, die total die extremen Deckbuilding-Spiele spielen und dann auch nur in diesem Bereich sich und bewegen wollen, für die ist das natürlich überhaupt nichts. Aber gut, Ravensburger richtet sich ja auch jetzt nicht an diese Zielgruppe, sondern eher an eine familienfreundlichere Zielgruppe, die eben dann im Geschäft das wunderbare Cover sieht und sagt, ey, das nehme ich jetzt mal mit zu Weihnachten, zum Geburtstag, das verschenke ich mal. Und ich glaube, da haben sie hier einen guten Job gemacht. Ja, die Leute sollen das Spiel jetzt kaufen, ehe es nächstes Jahr verschandelt, in Anführungsstrichen, wird mit dem Spiel des Jahres-Logo. Oh, eine Prognose. Aber es hört sich tatsächlich nach einem Kandidaten für so genau so einen Preis an, weil das ist ja das, was der Spiel des Jahrespreis ja auch machen möchte. Einsteigerfreundliche Spiele, die man mit jedem, der nicht wegrennt, spielen kann. Ja. Ich hab schon positive Stimmen von der Jury gehört, noch keine euphorischen, aber ne, wenn wir jetzt sozusagen, ich glaube, Benny und ich auf unsere Spiel des Jahres für die nächste Liste, wäre es drauf. Ja, cool. Ja, und ob es auf eurer Liste landet oder nicht, das müsst ihr selbst entscheiden. Lasst es uns gerne dann wissen auf unserem Discord-Server, falls euch das Spiel interessiert. Falls ihr auch noch weitergehende Fragen habt, zum Beispiel zum Longer Solo-Modus. Ich weiß gar nicht, Benny, bist du auch bei uns auf dem Discord-Server zu finden, unterwegs? Ja, bin ich. Und Benny Botter. Mit Benny Y. Genau. Dann, falls ihr Fragen zu dieser Longer-Solo-Variante habt, da könnt ihr euch da bestimmt an den Benny wenden. Ja. Ne? Und ansonsten, falls euch jetzt hier diese Folge gut gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da, überall, wo man eine Bewertung abgeben kann, und empfehlt uns immer weiter. Davon profitieren wir auch sehr. Und hört auch unsere vielen anderen Podcasts. Da haben wir ja eine ganze große Menge. Hört auch die vielen guten Solo-Podcasts, da werdet ihr den Benny dann auch hier und da wieder hören. Dann habt noch eine gute Zeit und vielen Dank bei euch beiden auch für die Zeit. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss, vielen Dank.